Dann die Bundesliga. Und die Münchner Löwen laufen sich beim Training in Bad Kissingen schon mal warm. Bad Kissingen im nördlichen Unterfranken. Bekannt als Kurstadt und als Veranstaltungsort des Musikereignisses Kissinger Sommer. Ein beschaulicher Ort, dem man die Größe und Bedeutung vergangener Zeiten ansieht. Mit Fußball bringt man Bad Kissingen allerdings nicht sofort in Verbindung. Doch dies war in den letzten Tagen anders. Mit den Münchner Löwen hatte ein Fußball-Bundesligist seine Zelte in der Kurstadt aufgeschlagen. Dies war kein Zufall, denn sowohl Kapitän Bernhard Winkler als auch Trainer Werner Lorand hatten in der Vergangenheit bei verschiedenen Fußballvereinen Unterfrankens beruflich zu tun gehabt. Unterfranken war ich ja lang, ob Würzburg oder Schweinfurt, und deswegen sind wir auch eigentlich ganz gerne hierher gefahren, weil ich ja schon auch den Ort Bad Kissingen bekannt habe. Und wir eben dieses kurze Trainingslager eben, oder haben uns entschieden, dieses kurze Trainingslager hier zu machen. Obwohl an Prominenz gewöhnt, sind die 60er hier etwas Besonderes. Das ist eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Und von dem, was wir an Gästen im Haus haben, haben wir natürlich immer wieder welche Prominente auch. Und dann ist es eigentlich für unser Haus nichts übermäßig Besonderes. Aber man fühlt sich wohl, man fühlt sich auch etwas geehrt und man versucht natürlich auch von der Betreuung her, den Anforderungen der Gäste gerecht zu werden. Dies versuchte auch der TSV Hausen, auf dessen Gelände die Löwen ihre Trainingseinheiten abspulten, wenn sie nicht gerade in den Wäldern unterwegs waren. Einer von 5 Neuzugängen ist der 41-fache holländische Nationalspieler Gerald Vandenburg. Der 34-Jährige ist Lorands neuer Libero mit viel Erfahrung. Schwierig zu sagen, ob wir zusammenpassen. Wir haben erst einmal mit dem Ball trainiert. Aber es sind alle sehr nett zueinander. Wichtig, um ein gutes Team zu bilden. Die Defensive soll Marco Kurz verstärken. Den 29-Jährigen holte Werner Lorand vom FC Schalke 04. Der 1,85 Meter große Abwehrrecke kennt die Pein der ersten Trainingstage zur Genüge. Ich bin schon so lange dabei, das ist eigentlich schon Gewohnheit, das ist schon Routine. Die ersten, sagen wir mal, 3-4 Wochen sind hart und dann wird es ein bisschen ruhiger. Aber das muss auch sein, dass man eigentlich verletzungsfrei bleibt und auch sagen wir, die ganze Saison auch eine gute Kondition hat und fit bleibt. Michel Dinsey hat für den Kongo 5 Länderspiele absolviert. Der 25-Jährige, der aus Berlin zu den Löwen stieß, fühlt sich gut aufgenommen. Ja, sehr positiv. Mit der Mannschaft komme ich sehr gut klar. Und es wird sich ja dann jetzt halt auch vorziehen, wenn wir dann halt die ersten Testspiele haben. Und denke ich mal, es wird schon eine ganz tolle Sache werden hier. Der 1,93 Meter lange Markus Schroth ist aus Winnie Schäfers Talentschmiede Karlsruher SC. Er soll den Sturm verstärken. Für mich persönlich war erstmal der Grund, mich sportlich weiterzuentwickeln und mal rauszukommen und mal was anderes zu sehen. Und München ist eigentlich schon eine attraktive Stadt, würde ich sagen. Der tschechische U21-Nationalspieler Roman Tice komplettiert die Schar der Neuen. Lorand sieht seinen Kader gestärkt. Groß verbessert. Und das ist wichtig, nicht nur vom Können her, sondern auch von der Erfahrung her, die der Gerald Vandenburg natürlich unheimlich reinbringt. Das sieht man jetzt schon auch beim Training, wie er im Training in dem Alter, aber Alter spielt bei mir keine Rolle, auch noch leistungsfähig ist, gerne Fußball spielt. Und natürlich vom Charakter her sind sie alle hervorragend, wo wir im letzten Jahr einfach zu viel Pech gehabt haben. Die vergangene Saison ist für den TSV 1860 ja nicht gerade besonders rühmlich verlaufen, nachdem man lange Zeit um den Klassenerhalt zittern musste. Dies soll sich nicht wiederholen. Ja, also für die Mannschaft ist immer ganz wichtig, dass wir mit Sicherheit nicht so lange im unteren Tabellendrittel sind oder gar ganz hinten. Und das hat uns natürlich letztes Jahr, sagen wir auch ein wenig, unsere Spielweise war nicht mehr dementsprechend. Aber das ist natürlich, glaube ich, wenn man ziemlich oder mit dem Rücken zur Wand steht in der Rückrunde, dann war es natürlich schwer für uns, da ein schönes Spiel zu zeichnen. Und da sind wir dran am Arbeiten, dass das nicht nochmal vorkommt. Dafür dürfte schon der oberste Löwendompteur Werner Lorand sorgen. Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. Zum ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison traten die Münchner gegen den Gastgeber ihres Trainingslagers an, den TSV Hausen. Über 3000 Zuschauer wollten diesen Vergleich sehen. Kreisliga gegen Bundesliga. Ja, wir haben es ganz einfach, den TSV 1860 München, ein Trainingslager hier angeboten, weil wir optimale Laufstrecken um unser Sportgelände haben und unsere Sportplätze sind auch gut. Das ist für uns Motivation und soll für unsere Spieler Anreiz sein, sich reinzuhängen, dass wir vielleicht endlich mal einen Aufstieg in die A-Klasse schaffen.
Diese Aufstiegsambitionen kennt Werner Lorand noch zu gut aus seiner Vergangenheit in der Bayernliga. Das Match mit dem TSV Hausen sieht er als lockeren Aufgalopp der Vorbereitungsphase. Heute Abend lasse ich sie frei spielen. Natürlich hat jeder seine Position zu spielen, so wie ich mir das vorstelle, aber sonst haben sie gegen diesen Gegner ein freies Spiel. Das Ergebnis muss noch stimmen, die Zuschauer, die kommen, wollen Tore sehen von uns. Und da werden sie ihre Vorgaben kriegen für heute und dann ist es eigentlich schon für heute alles, weil das erste Spiel ist im Endeffekt mehr zum ein bisschen Eingewöhnen. Für die einen ist es eine lockere Ballübung, für die anderen schlicht und ergreifend das aufregendste Spiel des Jahres. Einer stand natürlich ganz besonders im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, der Keeper des TSV Hausen, auf den wohl einiges zukam. Nö, eigentlich nicht, also passiert da nicht viel. Kriegt alle bei Dauer nein, aber naja, ist halt schon ein schönes Gefühl, denke ich mal, gegen Bundesligisten. Ich hoffe mal, dass sie nicht so eich gut drauf sind, weil sie jetzt gerannt sind die ganze Zeit auch. Naja, denken wir mal, unter 10 schon. Coole Aussagen eines gerade mal 18-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend das Tor gehütet hat. Der TSV Hausen ist bekannt für seine gute Nachwuchsarbeit. Gleich 3 A-Jugendliche standen im ersten Aufgebot für das Match gegen die 60er. Und sie machten ihre Sache mit der richtigen taktischen Einstellung gut. Eng machen, die Räume eng, Mittelfeld ziemlich dicht besiedeln, eine Spitze, seh zu, dass du irgendwie da halt zurechtkommst und verhindert die Tore möglichst lang rausziehen, bis ein Tor fällt. Und das hat die Mannschaft eigentlich ganz gut fertig gebracht. Auch wenn sie in manchen Situationen ein bisschen den Überblick verloren, konnten die Hausener dem großen Gegner aus der höchsten deutschen Spielklasse das Toreschießen lange Zeit schwer machen. Von Zeit zu Zeit ergab sich für die Balltreter aus der zweituntersten Fußballliga sogar die Gelegenheit für einen eigenen Angriff. Das war ein schönes Erlebnis. Das hatten wir nicht alle Tage. Ich meine, das hat vielleicht der Fußballer einmal in der Laufbahn. Und das ist schon Wahnsinn, wenn du gegen so stark spielst und die, wie wir jetzt nebeneinander stehen, ganz normal miteinander umgehen können. Das ist schon ein Erlebnis. Also das Beste bis jetzt, was ich erlebt habe als Fußballer. Die haben kurz mal ein gelächelt oder irgendwas gemacht. Die waren im Spieler genauso drin wie mir auch. Und sie haben nicht arrogant irgendwie gewirkt, sondern freundlich. Und es ging schon, es war schon nicht schlecht. Einen Hauch Weltmeisterschaftsatmosphäre brachte der österreichische Nationalspieler Harald Czerny ins Hausener Waldstadion. Er ist ja einer von 4 WM-Fahrern des TSV 1860, neben dem Bulgaren Borimirov, dem Jugoslawen Stevic und dem Marokkaner Kwakili. Doch Czerny war als einziger bei diesem Spiel anwesend. Czerny schlug viele Flanken und hatte auch einige gefährliche Torschüsse. Man sah ihm und seinen Mannschaftskollegen an, dass sie dieses erste Spiel der Vorbereitungsphase absolut ernst nahmen. Die gehen ein ganz schön schnelles Tempo vor, ja, und schwer da mitzuhalten zu können. Sind gerade im Antritt sind sie relativ schnell und auch so im Ballkontakt lassen sie sehr schnell den Ball laufen. Auch sehr stark am Ball, Roman Tice, die tschechische Neuentdeckung von Werner Lorand. Im Angriffszentrum hatte es der neue Stürmer Markus Schroth mit einem 18-jährigen Verteidiger zu tun, dem Zwillingsbruder des Torhüters. Ja, der ist ziemlich kräftig und wehrt sich halt mit Händen und Füßen, da kommst du halt fast kaum vorbei. Aber sonst, es ging eigentlich. Im Mittelfeld war der kleine Ex-Kölner Horst Held die große Schaltstation. Roman Tice bot sich auf der linken Seite immer gut an und zeigte auch einige gefährliche Torschüsse. Tice fiel Lorand während der China-Reise der 60er auf, als er mit seiner Mannschaft Slovan Liberec ebenfalls im Reich der Mitte unterwegs war. Die Löwen zeigten sich in keiner Phase des Spiels überheblich. Ihr Einsatz stimmte jederzeit. Ich gehe halt mit der Einstellung rein, dass ich auf meiner Seite oder auf der Position, wo ich halt spiele, nichts anbrennen lasse und im Gegenteil halt auch noch dazu beitragen tue, dann entscheidende Aktionen mitzumachen. Und da geht es dann, wie gesagt, von der ersten Minute an und solange wie ich dann halt spiele, wird es dann halt Tempo geben. Zu diesem